schon. Kostenlose Munition nehme ich immer gern mit, vor allem wenn sie was Besonderes ist. Gut. So. Und dann noch den Morphus. Und dann sind wir durch die Morphu-Kaverne auch durch. So. Jetzt hole ich noch das Feuermoos und dann gucken wir mal nach dem Ausgang. So, Feiris kann mir die ganzen Morphostacheln geben. So, die Pfeile mal stecken. Dann hat sie wieder mehr und dann gucken wir mal, wo es weitergeht. Noch mehr Feuermoos. Hier scheint's. Ja, hier sind wieder Riesenkrabben-Eier. Ja. Und eine Riesenkrabbe. Also mindestens eine. Naja, das mindestens hat sich damit erledigt. Attacke! Also ich merke gerade, ich hätte schon früher in den Effa-Tempel gehen können. Die Riesenkrabben hier sind ja nicht so gefährlich. Und die Morphus erst recht nicht. So. Ei? Wieder zwei tote Krabben. Aber sicher. Gut. Und die da noch. Diesen Krabbenscheren sind nämlich einiges wert, denke ich mal. Was steht denn da eigentlich Schönes über die Riesenkrabben? Riesenkrabben sind in dieser Region völlig ungewöhnlich. Ob der Meeresgott Effert etwas mit ihrer Präsenz zu tun hat? Ja, das könnt ihr mir gut vorstellen. Auch bei dem Krakenmolch, den wir damals in der Zollfestung getötet haben. Dann geht's wohl hier weiter. In ein neues Gebiet. Mit noch mehr Riesenkrabben. Wieder drei Stück an der Zahl. Nein, vier Stück diesmal. Ei. Ha! Sanyasa! Ja! Zusammenhalten! Fünf. Bei meiner Treue! Sechs. Zusammenhalten! Okay, das ist jetzt nicht so gut. Vor allem, dass Ardo schon zwei Wunden hat. Okay, Ardo hat drei Wunden. Meiner Treu. Ja. Feiris muss schnell Ardo heilen, dann muss sie sich selber heilen. Und ich muss gucken, dass ich einen loswerde von denen. Ja. So, jetzt muss sie sich ganz schnell selber heilen. Was? Oh je. Ardo wird auch ganz schön unter die... Ja. Ja. ...genommen. Das ist gar nicht gut. Einer ist schon mal tot. was mache ich nü? Was mache ich nü? Kräfte der Natur, Massenheilung. Das muss jetzt sein. Hm?
So, jetzt haben die beiden es auf mich abgesehen. Das ist schon mal auch weniger gut. Attacke! Ja. Deswegen hilft Volkrim mal mir. So, jetzt ist da nur noch. Es sind da nur noch drei Stück übrig. Die werden wir ja hoffentlich schaffen. Komm, einen Fulminictus muss da doch durchkommen. Und auch nicht. Aber gut, die beiden sind angeschlagen. Okay. So, das macht Volkrim jetzt noch mit einem Wuchtschlag. Oder auch nicht. Das nenne ich mal knapper als knapp. So viel zum Thema, bereit für den Effort-Tempel. Das hat nur gerade mal meine schwere Verletzung geheilt. Gott, ich bin so angeschlagen. Fyris, mach mal die Wunden weg. So, jetzt sind die alle weg. Jetzt kann ich Fyris verarzten. Was? So. Fyris ist verarzt. Es fehlt nur Volkrim. Jetzt kann Fyris aus den Krebsen die Scheren rausholen. Ich kann das Feuermoos holen. Ja. Feuerschlag bei Fyris. Schade. So. Und zu guter Letzt noch die da. Gut. Quicksave mal machen. Das war ja ziemlich knapper Kampf. Da ist eine kleine Grotte und da sind noch mehr Krabbeneier. Ach, und dahinter warten noch mal welche von euch. Ja. Mhm. Man werden die stinkig sein, wenn wir ihre Eier einschlagen. Gleich mal volle Pulle einen auf die Nase geben. Na? Was? Ha! Fulminictus auf die Krabbe. Und da ist schon wieder ein Morphu. Ja, noch ein Fulminictus. Und dann ist die Krabbe dann noch auch Geschichte. Ja. So. Wird gemacht. Das war jetzt gerade bei weitem angenehmer als gegen die 6 da hinten. Ich mach das schon. Und dann geht's wieder in eine Morphu-Höhle. Da drüben war nur ein Einsturz. Hallo Morphu. Jupp. So. Ja. Den Morphu können wir auch gleich wieder zerlegen. Aber wir haben immer noch keinen Weg zurück in den Tempel gefunden. Wir streuen gerade ziellos durch
Oh, keine Munition mehr. Da muss ich wohl unter Übel. Das sind Morphostacheln, die letzten Jagdbolzen einlegen. Ja. Den Morphus dann noch. Und da ist da wieder ein transversales Ring. Den können wir aber diesmal anklicken sogar. Gut. Aber erstmal Morphus. Wird gemacht. Ich mach das schon. Ja. Gut. Ja. Wir sind wieder im Tempel, würde ich mal sagen. Transversales Ring. Okay, der bringt uns nach oben zum Eingang zurück. Gut. Schnell speichern haben wir geschafft. Und hier ist es wieder kaputt. Hier müssen wir uns wieder einmal im Kreis kämpfen. Na toll. Müssen wir wohl hier wieder bei den Morpho durch. Ja, das sind schon wieder Riesenkrabbeneier. Und noch den Morpho hier erledigen. Und ich dachte, wir wären schon längst unten. Wird gemacht. Aber nein, wir kommen nur kleine Etappenweise reisen hier durch. Gut. Aber was erwartet man? Der Eva-Tempel sollte schwierig werden, also zeitaufwendig. Und ich finde eigentlich die Atmosphäre hier gar nicht mal so schlecht. Also Aventurin ist eigentlich im Allgemeinen ein düsterer Ort. Mit der ganzen, mit dem ganzen Zeug, was es da gibt. Was? Okay, noch mehr Riesenkrabben. Wie Arthur dann da immer drauf schlägt. Zusammenhalten! Für den Kaiser! Na? Ja! So. Fulminictus. Ja. Achtung! War ihr! Pfeilhagel. Ich merke gerade, mein Kugelblitz ist viel günstiger als mein Fulminictus. Muss ich mal gerade kurz was nachgucken. Zauber. Kugelblitz. Schaden. Kosten 20 minus Zauberfähigkeitspunkte. Fulminictus. Kosten. Okay. Das bedeutet, mein Kugelblitz wird eigentlich immer billiger. Während mein Fulminictus teurer wird. Und die Krabbe da hinten hängt fest. Oh, es kommen noch mehr. Ach nö, nicht schon wieder so viele. Ihr wollt mich echt veralbern, oder? Was? Angriff! Mhm. Attacke! Für den Kaiser! Ja? Sanyasa! Oh, das war jetzt gerade ein heftiger Volltreffer. Ja? So, schluck mal einen Einwehrsaft. Sicher ist sicher. Bei Angriff. Und dann hau weiter drauf. Ja. Erforderliche Astralenergie. Astralenergie kosten.
Ich ziehe mich mal kurz zurück. Feieres Heil Fargrim.